Hey Leute, ich bin's SDK von Schalting Kumpel und das ist eine neue Movie Review. Und dieses Mal zum Film Kartoffelsalat, ja? Ich habe mir tatsächlich diesen Film angesehen. Director Michael David Pate, die Writers Torch Ulrich, Michael David Pate, Entschuldigung, Ulrich, bevor sich die Leute aufregen, ja, es ist ein Deutscher, es tut mir leid. Stars, alles, was die YouTube-Geldhuren-Szene zu bieten hat. Wir haben White Titty, wir haben Bibi Blocksberg, nee, ich weiß es nicht, wie sie heißt, mir geht's auch am Arsch vorbei. Wir haben Ayblali, wir haben alles, wir haben sogar Simon fucking Desio in diesem Film, das sollte eigentlich alles sagen. Egal. Und irgendwie, es weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, ist Otto Walkes in diesen Film gekommen. Fucking, no fucking idea. Er ist totally wasted. Generell sind alle wasted. Hier ist nix, gar nichts. Und jeder Kritiker, der sagt, das sind ein paar Stunden, ein paar Minuten, wo sie toll sind. Niemand, nix, da ist nichts, absolut nichts. Dieser Film hat keine Story, soll eine Komödie sein, ist nicht witzig. Nichts, gar nichts, absolut nichts. Das ist all das, was dieser Film repräsentiert, ist genau das, was an YouTube falsch ist. Schlechte Effekte, nix witzig. Sowas von Geldhuren YouTube-Stars, typisch, ne, ist eh klar, White Titty oder Bibi, wie auch immer sie heißt, Bibi Blocksberg, was weiß ich, und alle anderen, ich wusste nicht einmal, dass Ayblali oder Mr. Trashpack solche Leute sind, aber gut, jetzt weiß ich es auch, kann ich sie abonnieren, ist auch toll. Auf jeden Fall, dieser Film, all das, ich gehe in den Kinosaal mit meinem Freund und bin ohne Scheiß der Einzige, der nicht 9 Jahre alt ist. Unglaublich, alles andere, 9-jährige kleine Kinder, okay, eine Mutter war dabei und ich erinnere mich noch an das Kommentar der Mutter während dem Film, zum Teufel, was mache ich hier, genau das gleiche habe ich mir nämlich auch gedacht, denn ich habe in diesem Film wirklich, ohne zu übertreiben, jede 5. Minute auf die Uhr geguckt und gehofft, dass der Dreck endlich aus ist. Dieser Film hat keine Lebensberechtigung, nichts, der hat einfach keine Existenzberechtigung, er ist nicht gut, er ist gar nichts, er ist nicht einmal witzig. Dagegen ist die Interview ein Oscar-verdächtiger Film, ohne Scheiß. Dieser Film und nur, weil Otto Walkes, der Name, nicht der Schauspieler, weil der ist so oder so im Arsch, weil was der geliefert hat, das ist sowas von unterirdisch gewesen, egal. Nur weil der Name da oben steht und nur weil ich irgendwie mein Gewissen erleichtern möchte, dass ich 57 für so einen Drecksfilm ausgegeben habe, kriegt dieser Film sagenumwogene 0,5 von 10 Punkten. Den guckt man sich nicht an, das tut man nicht. Nein, nicht einmal einen Kacksen, nicht unterstützen. Und ich habe übrigens auf Facebook schon gelesen, dass jetzt Kartoffelsalat 2 um Unterstützung bietet. Der nächste Film. Nein, 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 nein. Diesen Kackfilm, den wird nicht unterstützt. Ich bitte euch. Nein, mir ist egal, nix. Was ist eure Meinung? Seid ihr auch meiner Meinung oder seid ihr 9 Jahre alt und findet diesen Film toll? Ich weiß es ja nicht. Bis zum nächsten Mal, hoffentlich zu einem Film und nicht zum Dreck. Bis dahin, ciao.